Schönen guten. Da sind wir wieder mit Tunguska, die Geheimakte, die alte. So, wir haben letzte Folge hier das Bild malen lassen, soweit ich weiß. Und genau, wir wollten ja hier, ja richtig, ne, war doch richtig, ne? Ich gehe mal da hinten hin. Haben wir mit dem schon gelabert hier? Das ist, ich glaube ja, ne. Genau, und der wollte hier schwarzen Rauch haben, wir haben schon weißen dahin gezaubert, damit er hier wieder anfängt zu rattern. So. Genau so war es, nämlich. Und hier habe ich den Zettel, haben wir den gelesen und alles habe ich nicht. Ich tue es nochmal vorsichtshalber. Nina, könntest du mal, danke. Da steht drauf, Vorsicht, der Anstaltsleitung wurde gemeldet, dass sich in letzter Zeit seltsame Gestalten in schwarzen Roben in der Nähe. Ja, ich glaube, das haben wir schon gelesen. Ne? Das auf jeden Fall kommt es mir so vor, als hätte ich das schon mal gelesen. Diese Kratzer hier haben wir ja auch schon untersucht. Da sind Kerben drin. Sieht so aus, als ob jemand wie wild mit einer Axt... Ich glaube, das haben wir auch schon. Jetzt kommt mir das so bekannt vor. So, jetzt wollen wir den Kollegen hier wieder ins Arbeiten bringen. Und zwar mit dem schwarzen Qualm. Und da haben wir ja zum Glück das Bild hier, Folie und so weiter. Ne? Und wenn man Plastik verbrennt, liebe Leute, tut es nicht. Zack. Und schon haben wir schwarzen. Nein, habt ihr gehört? Hat begonnen. Genau. Nina, manchmal bist du wirklich böse. Nina, du bist ganz schön böse, wollte ich dir mal eben so sagen. Ne? Also du bist schon, also du hast mich hier das eine oder andere Mal ganz schön, also wirklich. Ne? Nur um das mal so zu sagen. So, jetzt können wir wieder rausgehen. Jetzt ist der Kollege seinem Kartenhaus da leider zusammengebrochen. Also leider, für uns ja nicht leider, weil, ja, wir können ja jetzt hier so hin, nicht. Könnten wir tun. Gucken wir hier das arme Kärtchen aus. Karten. Können wir uns mal angucken. Die Erschütterung durch den Presslufthammer hat das Kartenhaus zusammenstürzen lassen. Ja, das war doch auch unsere Absicht. Können wir denn eine Karte mitnehmen? Die braucht der arme Kerl bestimmt noch für seinen nächsten Rekordversuch. Na super, Ingo. Naja gut, dann gucken wir uns. Haben wir den Teddy, haben wir schon geguckt, der, ne? Der ist so süß. Ja, ist so süß. Komm denn mit. Wunderbar. Fein. Die Plüschtiere, mehr können wir hier nicht mitnehmen. Was haben wir hier? Liste? Eine Liste mit der Überschrift ausgeliehene Plüschtiere. Ah ja, das hatten wir auch schon. Also das Ding haben wir auch erledigt quasi. Den Kopierer. Kopierer, Kopierer, Kopierer. Wir sollen ja. Ich glaube, wir können das Bild hier kopieren. So, das werden wir jetzt mal hier kopieren. Ich hab das komplette Kopierpapier verbraten. Nein. Das sollte sogar für eine Kuba-Weite-Kampagne also reichen. Wunderbar. Nina, das hast du wunderbar gut gemacht. Jetzt habe ich kopierte Bilder, so wunderschön, wunderschön. Ich hoffe, dass wir hier einigermaßen durchkommen. Ich gebe jetzt mal hier die Bilder ab und dann schauen wir mal. Hier sind die Wahlplakate. Ihrer politischen Karriere steht also nichts mehr im Weg. Wunderschön. Einfach wunderschön. Wer könnte dieser Frau widerstehen? Ich. Keiner. Helfen Sie mir jetzt? Klar, ich habe Ihnen doch mein Politiker-Ehrenwort gegeben. Ja. Helfen Sie mir trotzdem? Genau. Na gut, ausnahmsweise. Aber passen Sie auf Ramon auf. Er ist hier der Pfleger. Jawohl. Wenn er Sie erwischt, macht er Hackfleisch aus Ihnen. Also beeilen Sie sich. Die Zelle von Perez ist ganz am Ende auf der linken Seite. Danke dir. Ich gehe jetzt mal hier rein. Ganz am Ende links, sagt sie, ne? Wir wollen natürlich trotzdem gucken, ob wir woanders hier noch reingucken können. Ne? Aus der Zelle kommen Geräusche, die mich dazu veranlassen, da definitiv nicht rein zu wollen. Na gut. Und hier? Hallo? Jemand da? Oh. Oh Gott. Komm mal rein. Ich verspreche dir, wir werden bestimmt viel Spaß zusammen haben. Ja. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich wollte gerade sagen, ne, den Trick habe ich bei Ihnen auch schon probiert. Was haben wir denn hier im Kopf? Er sieht aus, als hätte er die Schwelle des Wahnsinns schon seit längerem überschritten. Ja, so ist es. Steckdose? Können wir nichts machen, ne? Gehen wir an der Seite da ein Stück. So. Das ist hier links, ne? So, jetzt gucke ich aber hier erstmal. Was ist das? Sieht anders aus als die übrigen Türen. Wahrscheinlich ist das gar keine Zelle, sondern der Raum für den Pfleger Ramon. Da gehe ich besser nicht rein, sonst erwischt er mich noch. Um Gottes Willen. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Gucken wir mal da. Die Zelle ist leer? Soll das ein Witz sein? Blatt. Oder wissen die selbst nicht, wo sich ihre Patienten gerade aufhalten? Da ist eine Kamera. Guck mal hier. Da oben ist eine Kamera angebracht. Ob das Ding funktioniert? Tja, werden wir sehen, wenn der Ramon hier vorbeikommt, ne?
Sieht so aus, als hätte jemand versucht, die Fliesen in einem bestimmten Muster aus der Wand zu brechen. Aber ich komme einfach nicht drauf, was es bedeuten soll. Ja, dann jemand. Das könnte eine panische Schildkröte sein. Sieht aus wie die Schildkröte aus. Wer kennt den Film? Die unendliche Geschichte. Hier ist dieser riesige Erdhaufen, ne? Und hier kommt der lange Hals raus. Und so, wie hieß sie denn nochmal? Morla, ne? Ich glaube, Morla hieß sie. Ja, ich glaube, ja. Die alte Morla. Flecken. Sieht aus wie Blut. Krass. Was haben wir hier? Bett. Klemmt da nicht irgendwas zwischen Matratze und Bettgestell? Bestimmt. Tatsächlich. Ein Zeitungsartikel. Es geht um die neu besetzte Stelle der Anstaltsleitung. Daneben ist ein großes Foto von dieser Nicole Charleroi. Oh, Nicole. Ist auch ein nettes Mädchen, nicht? Gut. Haben wir das Ding auch gesammelt? Haben wir noch was? Auf der Matratze sind lauter rote und gelbe Flecken. Ich möchte gar nicht wissen, woher die kommen. Ich auch nicht. So, haben wir jetzt alles? Ist das alles? Kann das wirklich alles sein? Hör mal. Kann man hier noch irgendwo reinpieken? Nö. Hier ist nichts zum Pieken, doch. Zwiebel. Kann man damit was Flecken machen? Wir können hier nicht Zwiebeln. Nee, nee. Mit der Schere, mit der Zange hier auch nicht. Nee, nee, Suppenkeller wird wohl auch nicht. Wofür auch? Ein Teddybär, Mann. Ein Teddybär. Nö, da können wir nichts machen, ne? Das war's schon oder was? Ja, wir gehen nochmal raus. Ich sollte mich hier erstmal in Ruhe umsehen, solange dieser Ramon noch nicht wieder da ist. Wer weiß, ob ich später noch Gelegenheit dazu habe. Echt, das war gestern hier. Das ist ja unmöglich. Das ist ja unmöglich, hör mal. So, dann weiß ich aber jetzt echt nicht, was habe ich denn, was ist denn hier noch? Kann man hier mal drücken? Blutkamera, Dings. Ah, da habe ich noch was gesehen. Hier, guck mal hier. Kleine Rillen in der Wand. Sieht fast aus wie Kratzspuren. Da steckt etwas in einer der Rillen. Das sind Fingernägel. Ja, lecker. Können wir die mitnehmen? Oder was? Können wir mal was bei klatschen? Nee, können wir nicht. Ich will doch irgendwas machen hier, das gibt's doch gar nicht. Mit der Suppenkelle kann man vielleicht das Bild aufhängen. Oder hier als Fleckenvorlage. Nee. Da geht sich nichts. Sind wir jetzt fertig hier, Nina? Ja, Tatsache. Gut. So alte Nina, du. Aber was mache ich mit dem Bären hier? Kann ich den nicht irgendwo hin tun? Oder war das später? Kam das noch irgendwie? Kann ich jetzt hier reingehen? Die Tür sieht anders aus als... Okay, ja, ist ja gut. Oh, habt ihr schreien hören? Hört man das alles so? Das wäre schön. Also, ich glaube, wir können hier nichts machen, oder? Da ist Tante Friedrich. Können wir dir denn irgendwas klauen noch? Jetzt stehe ich am Schlauch. Ah, jetzt stehe ich gerade am Schlauch, weil jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergehen tut. Dummerweise ist die Folge 8 Minuten lang. Ja, man könnte ja. Also ich wüsste jetzt echt nicht, was ich hier noch machen soll. Ich kann mal eben da hinten rüber. Ich kann nochmal da hingehen. Vielleicht können wir die Tür jetzt öffnen. Brrr. Keine Türklinke, kein Schlüsselloch. Sobald die Tür ins Schloss gefallen ist, bekommt man die von außen nicht mehr auf. Gut. Vielleicht können wir jemanden anrufen. Soll man Max anrufen? Weiß, was zu tun ist. Und bei meiner Aufgabe wird er mir über die Distanz auch nicht großartig helfen können. Ich stehe hier sowas von auf dem Schlauch. So, Zwiebeln können wir hier rein tun? Nein, können wir nicht. Ein Bild, können wir ihm das geben? Nein, können wir nicht. Also, vielleicht rede ich nochmal mit ihm. Vielleicht hat er noch was zu vermelden. Was macht die Muse? Das war... Ah, komm, das kennen wir alle schon. So, jetzt haben wir hier Manuel Perez. Ich habe gehört, ein gewisser Manuel Perez soll aus der Anstalt verschwunden sein. Echt? Habe ich nicht bemerkt. Ein Patient? Ja. Müssten Sie das nicht merken, wenn hier einer verschwindet? Doch, eigentlich schon. Aber ich bin ja auch nicht 24 Stunden am Tag hier. Und eine Nachtschicht gibt's nicht? Nein, ich glaube nicht. Wenn Sie ihn sehen sollten, sagen Sie mir dann Bescheid?
Wenn ich ihn sehen sollte, werde ich ihn zurück in die Anstalt bringen. Das war die offizielle Aussage. Die inoffizielle lautet, ja, ich sage Ihnen dann Bescheid. Danke. Er ist ja schon ein netter Kerl, ne? Ich lasse jetzt mal wieder mit Ihrer Muse. Danke. Von ja, mir. Ja. Bla, bla, bla. Immer diese anmachen. Können wir mit dir auch nochmal quatschen hier? Kann ich nochmal kurz stören? Aber klar, Schätzchen, jederzeit. Ein bisschen Ablenkung kann ich gut gebrauchen. Ah, guckst du hier, guckst du Zelle. Die Zelle von Paris ist leer. Wo ist denn nun Ihr Patient? Leer? Was heißt leer? Na, leer, keiner da, alle weg, wenig los da drin. Kurz, sie ist leer. Kann nicht sein. Die Frau Doktorin wird mich umbringen. Das heißt, Sie wissen wirklich nicht, wo Paris ist? Nein, ich... Ramon? Ja? Wo ist Paris? Wieso? Er ist nicht in seiner Zelle. Also, wo ist Paris? Er ist weg. Ich habe die Frau Doktorin schon informiert. Sie wird sich darum kümmern. Darum kümmern? Dann wird sie sich auch um uns kümmern. Ich glaube nicht. Sie klang ganz ruhig. Mach dir keine Sorgen. Es wird schon nichts passieren. Ich werde mich jetzt erstmal um die Wäsche der Patienten kümmern. Die muss nämlich dringend gewechselt werden. Wir reden dann nach Feierabend, okay? Ja, das sollten wir. Tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Sie haben ja selbst gehört. Oh Herr, steh uns bei. Da fliege ich tausende von Kilometern, nur um festzustellen, dass dieser Paris verschwunden ist. Aber so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Er kann sich ja schließlich nicht in Luft aufgelöst haben. Gut so, Nina. Immer dranbleiben. Die Kamera in der Zelle von Manuel Paris, ist die eingeschaltet? Ich glaube schon. Die Charles Roy hat die da angebracht. Oder besser gesagt, anbringen lassen. Kann man sich irgendwo ansehen, was die Kamera aufgezeichnet hat? Bestimmt. Im Kontrollraum müsste das mit Sicherheit möglich sein. Kann ich mir den mal ansehen? Nein, da darf keiner rein. Kommen Sie schon, Sie schulden mir was. Tut mir leid, ich habe nicht mal einen Schlüssel dafür. Den haben nur Ramon und die Chefin. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihrem Hüftschwung. Also müssen wir da irgendwie rein, nicht? Und das können wir doch, glaube ich, jetzt irgendwie... Er sagte da was von Wäsche. Ah, guckst du hin. Na, ich kann mich nicht bewegen. Hilfe. Das ist also Ramon. Ja, ja. Ramonski. Na. Hallo? Ach, da ist er. Was hast du denn da reingetan, hä? Der ist voll schmutziger Wäsche. Ach was? Ist hier ein Ding. Moment mal. Können wir hier irgendwie... Wir müssten hier vielleicht... Ich hätte eine Idee. Eine kleine. Ich will mal gucken, ob das funzt. Die Zwiebel können wir nicht einklemmen. Damit die Tür nicht mehr zugeht hier. Wisst ihr, was ich meine? Kann man so ein Plüsch-Teddy da vorklatschen? Nö. Verdammt! Ist die Tür jetzt offen geblieben? Keine Türklinke, kein Schlüssel. Eine Türklinke, ja, siehst du? Haben wir den Salat. Ja, ich würde sagen, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ich weiß es nicht. Werde noch mit dem Quatsch. Mehr hören. Ist aber auch nicht so wichtig. Er hat seinen Zweck ja bereits erfüllt. Das ist typisch Frau, würde ich sagen. Würde ich fast sagen, wenn man, ne? Aber lassen wir das. So. Was nu? Ramon! Was hast du getan? Also hier kann man nicht schnell drücken. Ramon läuft jetzt da drin rum. Und vor dem hat mich Sabrina ja ausdrücklich gewarnt. Was mag denn außer Laken? Ich weiß nicht. Nochmal mit Sabrina reden. Hallo. Wollen Sie nicht auch meiner Partei beitreten? Oder ich... Nein. Okay. Nein. Gut, danke. Das gibt's doch nicht. Können wir noch eine Zeitung nehmen? Eine von diesen... Nein. Können wir nicht. So ein Scheiß. Ich muss mich da irgendwie rein verstecken. Da, jetzt muss man da... Man muss da irgendwie was zwischenklemmen, oder? Damit die Tür nicht zugeht. Wenn du mich fragst. Aber um Gottes Willen, was? Das gibt's doch gar nicht. Leute, könnt ihr mir mal helfen? Naja. Oh, hier ist es. Ich fass es nicht. Guck mal hier. Das habe ich doch gerade schon mal. Ich kann das Porträt nirgends festmachen. Okay, du brauchst einen Nagel oder was? Eine Nadel hier. Allerdings. Zack, festgepinnt. Da dran gehängt. So. Kann nicht so schwer sein.
Mensch, Nina, wofür habe ich dich denn... Wenn ich die Leinwand richtig anbringe, fällt die Tür beim nächsten Mal hoffentlich nicht ins Schloss. Genau so soll es sein. Wunderbar. Guck an, da fällt die Tür schon nicht ins Schloss. Ja, Ramon, da guckst du, wa? Aber dass er das Bild nicht sieht, ist... So, die ist gefallen, aber nicht geknallert. So, und wie es da weitergeht mit der nächsten Tür, mit der Tür, die wir hier ins Verderben führt, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute, bis dahin, macht das gut. Ciao, ciao.